Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der Wissensstand von ChatGPT endet ja irgendwann 2021. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn wir ChatGPT nutzen, keine aktuellen Informationen. Das Tool hat keine Verbindung zum Internet und kann sich deshalb nicht so die aktuellsten Informationen zu deinem Thema holen, die du vielleicht bräuchtest, um jetzt einen Artikel zu schreiben oder was auch immer. Aber wir können ChatGPT mit dem Internet verbinden. Und wie das geht, das zeige ich dir nach dem Intro. Okay, wir gehen einfach mal direkt auf meinen Browser, dann kann ich dir das mal zeigen. Denn das Ganze sieht dann so aus, wir haben hier unten so eine neue Leiste, Web Access. Wir können ja noch ein paar Einstellungen vornehmen, Anzahl der Ergebnisse, welcher Zeitraum soll berücksichtigt werden, welche Region soll berücksichtigt werden, siehst du jetzt leider in der Bildschirmaufnahme nicht, aber hier sind halt Länder, du kannst das Ganze also auch auf Deutschland einschränken und es gibt ja einen sogenannten Default Prompt oder noch einen anderen, also das kann ich dir nachher aber auch noch zeigen. Und ich kann das mal verdeutlichen, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal ohne Web Access frage, wann wird Typo 3.12 erscheinen? Es gibt derzeit keine offiziellen Informationen darüber, wann Typo 3.12 veröffentlicht wird. Das stimmt natürlich nicht. Das wissen wir natürlich schon, aber wie gesagt, der Wissensstand von dem normalen ChatGPT, wie ich es jetzt mal nenne, endet 2021. Und da war das vielleicht wirklich noch nicht so ganz klar. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ChatGPT mit dieser Information gefüttert wurde. Jetzt schalten wir aber mal hier den Web Access an und ich frage das Ganze nochmal. Gucken, ob das jetzt direkt funktioniert oder ob ich einen neuen Chat erstellen muss. Laut den Sucher geht es nämlich so ein Zeitpunkt, bla bla bla, stimmt nicht so ganz, doch die erste Sprint-Veröffentlichung erschien im Oktober mit 100 neuen Funktionen, bla bla bla. Weitere Änderungen wurden in jeder Sprint-Veröffentlichung angekündigt bis zur LTS-Veröffentlichung im April 2023. Ja, das stimmt soweit. Es ist wichtig, die offizielle Typo 3-Website und so weiter. So, was wir ja auch sehen, beziehungsweise was wir jetzt hier nicht sehen, das verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise diese Zahlen, die wir hier sehen, sind eigentlich anklickbar. Das sind nämlich Belege, die er findet im Internet. Warum ich die jetzt nicht anklicken kann, ist wahrscheinlich wieder der Vorführeffekt. Das hat eigentlich in meinen ersten Tests immer funktioniert. Wir probieren mal noch was anderes, ob das da funktioniert. Oder ich starte einfach mal einen neuen Chat und lasse den Web Access an und stelle die gleiche Frage nochmal. Wann wird Typo 3.12 veröffentlicht? Ne, LTS. Mach ich mal so mit LTS. Veröffentlicht. Wird voraussichtlich im April 2023 veröffentlicht. Aber das funktioniert ja jetzt gerade nicht. Warum, verstehe ich jetzt nicht. Normalerweise sind diese Zahlen hier anklickbar. Das sind nämlich die Belege, die Webseiten, auf denen er diese Informationen gefunden hat. Wir sehen das allerdings hier oben jetzt. Wenn wir mal ein bisschen hochscrollen, dann sehen wir hier Web Search Results. Das ist eben die Ziffer 1. Das ist hier auf Typo3.org. Dann die Ziffer 2 auch auf Typo3.org, die Roadmap und auf 3 GetTypo3.org, also da, wo man sich Typo3 runterladen kann. Current Date 9.3.2023, das stimmt auch. Also dann sehen wir das zumindest hier oben. Warum das jetzt hier nicht klappt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Es hat in meinen ersten Tests immer funktioniert, dass diese Ziffern hier direkt verlinkt sind. Aber das macht ja nichts. Du siehst also, wir können jetzt sehr einfach eben auf aktuelle Informationen zugreifen und das macht das Ganze natürlich noch mächtiger. Wobei man da ein bisschen rumspielen muss, die Bedienung unterscheidet sich da teilweise. Also ich hatte Probleme, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe dazu eine, was weiß ich, Pressemitteilung für oder einen Blogartikel, dann weiß ich nicht, ob das so richtig funktioniert. Ja, genau. Es funktioniert nämlich irgendwie nicht so richtig, diese Verknüpfung, dieses sich beziehen auf eine vorherige Konversation ist mir schon aufgefallen. Also man muss dann schon genau schreiben, was man will. Wir können es mal versuchen, schreibe einen Blogartikel in lockerem Tonfall über die Veröffentlichung von Typo 3.12 LTS. Mal gucken, ob er das macht.
Es funktioniert nicht so ganz, wie wir jetzt hier sehen. Ja, wir sehen schon, es hat so seine Macken ein bisschen. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant und spielt da einfach gerne mal mit rum. Wie können wir das Ganze jetzt erreichen? Das Ganze ist eine Browser-Extension tatsächlich. Wir sehen hier unten auch diesen Link WebChat-GPT. Können wir auch mal anklicken. Dann landen wir hier auf GitHub. Ihr müsst es euch aber nicht manuell von GitHub installieren oder so, sondern es gibt das Ganze schon für Chrome und Firefox einfach als normales Plugin. Ja, kann man dann hier draufklicken zum Beispiel oder ihr geht direkt über den Chrome Web Store oder beim Firefox über den, ich weiß nicht, wie es da heißt, Web Store, Plugin Store, keine Ahnung, und könnt es dann hier einfach ganz normal installieren und ja, habt dann einfach diese Leiste hier unten. Zu diesen Prompts können wir noch ganz kurz schauen, das erreichen wir nämlich hier. Es gibt hier einen Default Prompt, da steht eben hier Reply in Deutsch und halt Default Englisch, ne? Also da könnt ihr auch entscheiden, wie soll der Text generiert werden. Genau, und da seht ihr eben auch using the provided web search results und so weiter. Make sure to cite results using number und URL. Das hat eben bei mir jetzt komischerweise nicht so ganz funktioniert, dass das hier verlinkt wird. Ne? Warum? Keine Ahnung. Wie gesagt, in meinen ersten Tests hatte es eigentlich immer funktioniert. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir sehen ja zur Not eben hier oben mal aufgelistet, auf welche Webseiten er sich bezieht. Und das kann man eben auch hier einstellen, wie viele Suchen soll er machen. Müsstet ihr auch mal ausprobieren, wie sich das verhält. Ne? Das habe ich jetzt selber auch noch nicht getestet. Also wie gesagt, das Ding hat noch so ein paar Macken, glaube ich. Man muss auch tatsächlich manchmal einfach hier den Web-Access wieder ausschalten, wenn man ChatGPT ja anders nutzen will oder so, wie man es gewohnt ist, nutzen will. Das Ding verhält sich einfach dadurch ein bisschen anders. Ja, okay, checkt das aber gerne mal ab. Vielleicht ist es interessant für euch und berichtet auch mal gerne über eure Erfahrungen damit in den Kommentaren, würde mich auch interessieren. Ich werde mir das auf jeden Fall näher anschauen. Ich finde das sehr cool, weil das war etwas, was ich echt immer vermisst habe, dass ich einfach mal auf aktuellere Informationen zugreifen kann oder mal Fragen stellen kann, die sich auf aktuelle Informationen auch irgendwie beziehen oder so. Werde ich mir auf jeden Fall mal jetzt in Ruhe anschauen und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gut, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch wäre cool, Kanal abonnieren wäre auch cool und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos. Bis dann!